Eine Frau kommt in eine Zoohandlung und bleibt vor einem Papageien stehen. Dein Einsatz? Nein, mach ich nicht. Doch, jetzt mach schon, bitte. Sag mal, sehe ich etwa aus wie Legolas? Singe ich etwa elbisch? Na, hein! Nein, natürlich nicht. Ich würde eher sagen wie der uneheliche Sohn von Gimli und Gollum. Das hat er jetzt nicht gesagt. Machst du das normal, mach ich aus deinen Ohren Wäschetrockner. Aua! Gut, dann erzähl du die Geschichte und ich mach den Papagei. Besser ist. Also, eine Frau kommt in eine Zoohandlung. Und sieht dann in der Ecke einen schönen Papagei sitzen. Ja, ich bin ein Papagei. Der Papagei sieht die Frau an und sagt dann: Du bist hässlich! Die Frau ist ganz entsetzt. Oh, oh mon Dieu! Und dann dreht sie sich um, weil sie denkt, der Papagei meint jemand anderes. Aber da war keiner, also dreht sie sich wieder zu dem Papagei. Oh Mann, du bist aber hässlich! Ja, sie ist schon wieder entsetzt. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu, 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 Dieu! Dann läuft sie so schnell wie möglich nach Hause, um in den Spiegel zu schauen, weil sie könnte ja noch ein bisschen Spinat in den Zähnen haben. War aber nichts. Sie sah einfach nur scheiße. Na, 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 na. Ja, ist ja gut. Also schaut sie in den Spiegel und sagt: No, ich bin nicht hässlich. Ich bin wunderschön. Wer es glaubt, wird selig. Alter! Also geht die Frau wieder zurück in die Zoohandlung und beim Eintreten in den Laden. Du bist so unfassbar hässlich! Jetzt ist sie nicht mehr entsetzt, sondern stinkwütend. Oh, ich bin so merdböse und wütend. Wütend. Und mit all ihrem Zorn geht sie jetzt zum Geschäftsführer, um sich zu beschweren. Monsieur, dieser Papagei, der hat nur Merd im Kopf und im Mund. Und wenn der das nochmal macht, dann mache ich auch gleich Merd auf ihren Boden. Moment mal. Wer ist denn Gerd? Merd. Ich habe auch keinen Herd, nur einen bösen Papagei. Und einen Gerd hat der ganz bestimmt nicht im Mund. Alter Falter. Merd, das Pupu, was kommt aus dem Popo und etwas wiegt. Sie meint Scheiße. Jetzt hör doch mal auf. Ja, ich denke, ich hab's verstanden. Also du da, Peggy Bundy für Arme. Ich rede mal mit dem Papagei. Gesagt. Getan. Höre mal, du böser Renitschki. Papagei. Ach stimmt ja, war mein Fehler. Scusi nochmal. Höre mal, du böser Papagei. Machst du das nochmal, dann mache ich aus deinen Ohren Wäschetrockner. Okay, okay, okay. Und die Frau ist total begeistert. Aber als sie sich gerade umdrehen möchte, um zu gehen. Hm. Psst. Hey, du da. Hä? Du weißt Bescheid. Oh. Junge, schwitzig. Oh, alter Schwede. Oh, läuft noch.